So, hallo, es geht mal wieder weiter mit einer Folge mit Lotto NL, Jumbo und der Tour de France. Ja, wir sehen Roglic Platz 6, 5 Minuten 17 hinter Geraint Thomas. Großer Abstand, ja, mal gucken. Glaub, mit dem Toursieg wird es auf jeden Fall nichts, selbst das Podium wird knapp, aber Rang 4 ist auf jeden Fall noch drin. Ja, Chris Froome auch nur Zehnter. Und ich habe eigentlich Chris Froome nicht zu schlecht gemacht. Er ist eigentlich gleich stark wie Geraint Thomas. Bloß Thomas ist auf dem Kopfsteinpflaster halt ein bisschen stärker. Also keine Ahnung, warum er jetzt in dem Fall da nur auf Platz 10 liegt. Vielleicht muss er für Thomas arbeiten. Aber gut. Machen wir mal weiter und hoffen wir mal. Dass wir hier noch ein bisschen was aufholen können. So, es geht nach Alpe d'Huez. Die nächste schöne, schwere Etappe. Und dann gucken wir mal, ob wir mit Roglic da irgendwie noch nach vorne kommen können. So, die Favoriten. Nibali, interessant. Bardet und Michelander. So, ich hoffe, die Form für Roglic sieht jetzt mal oder ist jetzt mal ein bisschen besser. Dass ich vielleicht doch vielleicht mal irgendwie angreifen kann. Ach, wieder nur Normalform. Ach, keine gute Form oder sehr gute. Schade, schade. Naja. So, ich wollte mal gucken. Kruiswijk liegt auf Platz 17. Könnte man da vielleicht mal wegschicken. So, dann nehmen wir Tolhoek, Roglic, Kruiswijk soll mal Angriffen folgen. Sehen, ob sie wegkommen. Kruiswijk ist noch da. Kruiswijk kommt nicht weg. Ja gut, dann sollen sie wegfahren, der Rest. So, da Madeleine, Col de Madeleine. So. Sieht noch gut aus vom Tempo, alle noch dabei. Ist nicht zu hoch das Tempo, 6 Minuten der Vorsprung für die Ausreißer, 16 Fahrer. Gut, hier wird auch nicht viel passieren. Oh, Rosen kriegt Probleme. Dann ist er jetzt gleich weg. Ziemlich früh zurückgefallen. Jansen kriegt Probleme. Grönewegen muss auch in der Gruppe bleiben. Gut. So, 6 Minuten noch. Ich glaube nicht, dass die durchkommen werden. So, jetzt geht's zum Croix de Fer.
Dylan Groenewegen fällt zurück. So, Martens ist noch dabei. Muss ich mal schauen, was ich dann mache, ob ich mit Kruiswijk hier schon angreife. Hm. So, Paul Martens fällt gleich zurück. Ah, ne, noch nicht, wahrscheinlich. Aber jetzt gleich, wenn das Tempo hoch bleibt. Jetzt war's das. The gap with the yellow jersey is melting away. The SKPs will have difficulties going all the way. Aber immer noch 60 Fahrer. 5 Kilometer noch. Robert Gesing kriegt Probleme. Nee, also ich greife hier nicht an. Macht keinen Sinn. Könnte höchstens zu der Gruppe vorne aufschließen, aber die ist auch zu weit weg. Alaphilippe sogar, siehst du? Erster Platz, genauso wie in der richtigen Tour, geht aufs Bergtrikot. Okay. Aber gleich geht dann der letzte Anstieg los nach Alpe d'Huez. Da muss ich dann mit Roglic irgendwie was probieren vielleicht. Oder erstmal probieren, nur dran zu bleiben. Damit der... Also ich habe ja keine gute oder super gute Form. Bringt es eigentlich nichts anzugreifen. So, Tempo ist gerade relativ langsam. Könnte man tatsächlich mit Kruiswijk was probieren? Kruiswijk muss noch irgendwie da vorbeikommen. Ja, genau jetzt wurde das Tempo erhöht. So, Kruiswijk, versuchen wir jetzt. Ist der Platz da? Oder auch nicht? Hm, Tempo wurde jetzt natürlich wieder erhöht. Zumindest ist er weggekommen. Ich will eigentlich Geraint Thomas folgen.
hat es nämlich schön hier. Muss er sich wieder nach vorne arbeiten. Toolhawk ist weg, rotes. Falsches Gel. Cruise Bike, geben wir mal das blaue Gel jetzt, dann kann er vorne. Aber Cruise Bike wird gleich wieder eingeholt. Ist da nicht wirklich weit weggekommen. Tempo war zu hoch. Lass mich mal rüber ein bisschen. Ach, das nervt mich hier, ey. Ja, mal ein Stehversuch oder was? Lasst mich hier vorbei. Das ist eine Scheiße, ey. Schon viel zu viel Energie verloren, da ich mich immer wieder nach vorne hier kämpfen muss. So, TJ van Garderen wohl mit Problemen. Geschke fällt zurück. So, 5 Kilometer. Ja, mit der Verpflegung warten wir noch ein bisschen. Weil leider meine Kraft schon ziemlich verbraucht ist. Muss ich dann auf die Pyrenäen hoffen, dass da die Form nochmal hochgeht und da nochmal einen Angriff starten kann. Aber hier wird das heute nichts mit einem Angriff. So, 3,8. Jetzt warte ich noch bis 3 Kilometer und dann. Ach, ich bin sehr noch mit vielen Fahrern vertreten. Okay, jetzt. Cruisebike sieht noch gut aus. So, jetzt geht's los. Daniel Martin scheinbar Angriff, oder?
Jetzt wird's schnell. Sam Omen fällt zurück. Uiuiui. Kann kaum noch mithalten, ey. Tempo ist zu hoch für Roglic. Froome fällt zurück. What the fuck? Tempo ist zu hoch. Ich muss jetzt rausnehmen. Ja, genau, Vogelsang kann auch nicht mehr. Roland, Martin, Uran, vorne fährt wahrscheinlich Daniel Martin. Sekunden, ja. Ups. Naja, wieder Zeit verloren. Das war's dann wohl für die Tour. Muss ich dann echt versuchen. Noch irgendwo mal früher vielleicht anzugreifen, um noch Zeit gut zu machen. So, Rosen fehlt noch. Alle im Ziel. Sekunden, ja. Richie Porte, Thomas, Landa, Dumoulin sogar, Bardet, Quintana. Ja, aber wenn man guckt, Dumoulin, Landa, Porte, alle mit Superform, außer Thomas. Der kann auch mit dieser Form mithalten, genauso wie Bardet. Das ist schon krass. Quintana verloren, Nibali stark. Aru und dann, ja, der Rest. Meint ihr, Pools, Froome, 1,37. Ach, der hatte wieder schlechte Form. Deshalb. So, Gesamtwertung 6. 6 Minuten 10. Gut, aber ich muss sagen, ein paar Ds noch in Reichweite. Aber der Rest ist dann schon weit weg. Naja, okay. Gut. Schauen wir dann mal weiter. Die nächsten Etappen, ob wir da noch irgendwas reisen können. Wird schwer, aber mal schauen. Vielleicht schaffen wir da noch irgendeine Überraschung. Also, dann bis zur nächsten Folge, beziehungsweise heute Abend Livestream auf Twitch. Morgen nächste Folge mit Lotto NL dann. Also, bis dahin. Tschüss.